Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und wir sind jetzt hier schon seit 2 Tagen am Schaufeln. Ja. Und mit mir schaufelt hier der Koya. Servus. Der Uni, der war, glaube ich, am Steineklappen. War ja. Bleib mal stehen. Ah, wie ich soll stehen bleiben? Nein, nein, der Xar, ja. Und Hypo war, glaube ich, Steine Ja. kloppen? Ja. Ich prügel mich gerade mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zombies. Und sind es am Holz kloppen? Finde, vielleicht solltest du dich jetzt mal Richtig. dringend neben Uni stellen. Und wenn du danach immer noch kein Level hast, dann weiß ich nicht. Wir gehen jetzt Bin mal zu Uni, unterwegs. der kloppt sich da mit Zombies. Kloppen wir mal mit. Und wir sind bei Tag 3, wie ihr seht. Und wir haben uns hier eine Basis-Spot in der Nähe des Sees ausgeguckt, wo wir sagen, da bauen wir jetzt oben auf einen Hügel. Oh, Auf einen eine Stripperinnen-Veranstaltung. Oh. Ja, nett. Danke, Ey! Top. Das hat sogar Klingeling gemacht beim Fallen. Weißt du, das Einzige, was der macht, ist kommt und lootet. Du wolltest, dass wir helfen, bitte. Helft ihr tragen. War wenigstens irgendwas Brauchbares drin? Nee, war nur Shotgun-Shells, leider. Du hast den jetzt sag mir bitte, dass du Level 2 bist. Sind Lass dieser mich gar mal nicht. schießen, ja? Ich muss mich gerade mal konzentrieren, damit ich nicht einen von euch treffe. Hier ist aber echt was los. Cool. Ja. Ja. Achtungsende, du kriegst Besuch. Aua, das war zu nah. Aua, sag mal. Ich muss jetzt. Mal. Das hilft ja nichts. Immer den Bogen. Ja, nur den Bogen. Ein bisschen unentschlossen, die Kerle hier. Unerschossen. Unerschossen, ja. Vor allen Dingen unerschossen. Ey, sag mal, diese Teleskoparme! Das ist echt fies, wenn der Zombie vor dir rumtaumelt, du EP bekommst, denkst du, ach, jetzt hast du ihn erledigt, läufst hin und er steht da auf. Ja. Was ist das? Ja, ne? Ja, das gab ein schönes Level. Ich hatte jetzt genau, ich hab nämlich auch, bin auch Level 11 jetzt. Also fast, wenn du jetzt Level 2 bist, dann ist das kaputt. Hab so ein Dreiviertel Level. Level 3. Da hat noch wer einen Baum erschossen. Ein Baum? Ja, da steckt ein Pfeil im Baum. Das war bestimmt Sinde oder ich, die beiden Aim-Profis. Wir haben halt mal erst am Baum geübt, bevor wir das auf Zombies loslassen. Ach so. So wie sich das gehört. Ja, also hier haben wir uns jetzt entschieden, wie gesagt, so einen Hügel zu begradigen oben ein bisschen, dass wir uns da eine kleine Basis draufbauen können. So riesig ist die Fläche hier noch nicht. Aber wir wollen die Fläche auch nicht so riesig machen. Wir haben so ein bisschen die Idee geboren, dass wir sagen, wir bauen so eine Art Turm, wenn man das mal so sagen kann. Also jetzt nicht richtig Turm in Form vom Hoch, aber halt so ein, keine Ahnung, so eine 8x8 Mauer oder weiß der Geier was. Und die bauen wir dann 3, 4 hoch, wahrscheinlich eher 4, 5, oder? Ja, eher 5 und dann oben noch wieder so ein Überhang, dass die Krabben genau. nicht hochkommen. Und oben bauen wir dann so eine Plattform draus drauf aus diesen Sinde? Offenen Frames. Und Wolltest du nicht dort Holz machen? Kann man dann von oben stehend durchschießen und unten die Zombies in Spikes rumlaufen lassen. So ist die Idee. Und das wird bestimmt toll. Bestimmt. Das wird so schief gehen. Das wird super. Das wird ganz hervorragend. Das seht ihr dann am Mittwoch. Also heute Abend, wenn diese Folge kommt. Heute um 20 Uhr. Mittwoch. Da Und geht der Livestream los. Da werden wir dann dieses Kackding bauen. Ja, genau, den Kackstift. Hier oben haben wir die Nacht verbracht. Ja. Hier oben auf dem Dach haben wir Mimimi schreiend die Nacht verbracht. Das ist unser temporäres Lager, da werden wir wahrscheinlich auch die nächste Nacht drauf verbringen dürfen. Wieder Wetter. Mit Sicherheit. Es ist Wahnsinn, was du hier an Nahrung verbrauchst, aber wir haben dafür schon die Bacon-Dinger, das ist echt gut. Nur jetzt müsste jetzt wahrscheinlich auch einer nochmal jagen gehen dann. Ne? Wollte ich gerade sagen, wird langsam echt knapp hier mit Fleisch. Willst du losziehen, dann schaufel ich halt weiter, wider Willen. Ja, ich kann mal kurz losflitzeln. Ich meine, das Schaufeln ist zwar echt unspannend, aber. Spannender als Steine hauen. Ja, das weiß ich nicht. Also ich aber ist, auf ist, Fall habe ich noch. Ist furchtbar, es ist furchtbar öde. Was ist los? Was hast du da? Pflastersteine. Sehr schön. Oh, das sind schon 1150 Pflastersteine jetzt insgesamt, die ich habe. Hui, nicht schlecht.
Das ist gut. Bei mir sind auch noch über 400 in der Pipe. Sehr gut, sehr gut. Damit können wir echt schon ganz gut was bauen. Und dann können wir jetzt erstmal halt dieses Kackstift-Türmchen bauen. Das kannst du jetzt so nicht sagen. Nee, also ich finde auch, Xa, du übertreibst. Was ist los? Ja. Hier läuft ein Bärchen rum. Wollen wir das mal eben... Wo ist hier? Wo bist du? Moment. Ich bin eigentlich nur ein Stückchen den Hügel runter auf die Straße. Richtung gucken, Westen. Welche Farbe du eigentlich hast. Achso, links sieht man es ja auch. Grün, da lang. Ja, ich komme. Ich habe die Pistole im Anschlag. Pistole. Ja, nur. Ich glaube, beim Bär ist eine Pistole sinnvoll. Na gut, dann nehme ich das Jagdgewehr. Das Schießgewehr heißt es. Oh, Schießgewehr. Schießgewehr. Die Knifte. Okay, wo ist der? Der Hipxa, der... Der Hipxa. Der H. Hipska. Hipska, genau. Da ist er, der Xa. Der schnarcht. Schnauft denn so? Ich. Sinne schnauft immer. Na dann. Warte mal, ich bin noch nicht da. Wir wollen ja alle die EP. Wo ist denn der Bär? Da, auf der Straße. Ich bin da. Ach, noch super. Der hält aus. Ja. Wieso kommt der jetzt genau auf mich zu? Wieso lebt der immer noch? Boah. Haben wir einen. Hat jemand Jagdmesser? Ein Jagdmesser? Wer hat das richtige Jagdmesser? Ich hab das richtige Jagdmesser. Ich hab dann das Siegertyp, richtige. Bitte. Alter Vater. Wer ist denn das hier? Die habe ich keinen Namen gesehen die ganze Zeit. Aber jetzt, boah, das waren gerade mal. Ich hab da ein paar Schuss reingehauen. Siegertyp? Jawohl. Hier kannst du mal noch. Ja, der hier mit dem großen Messer. Hier kannst du noch den Hasen zerlegen. Den habe ich jetzt erstens erschossen. Da stimmt ja wieder was mit Hasen nicht. Der mit dem großen Messer. Das erinnert mich gerade an Indiana Jones. Das nennst du Messer. Ja, die Szene ist genial. Nee, das ist nicht Indiana Jones. Das ist Crocodile Dundee. Stimmt. Entschuldigung. Oh Gott, Schande über mein Haupt. Ja, genau. Wie viel Fleisch hast du jetzt, Tippo? Ich guck, wenn ich irgendwo Schande finde. Was? Schande. Gibt's irgendwo. Alles gut. Ganze LKW-Lade. Wie viel Fleisch du hast? Achso, 54. Wow, geil. Ja gut, das reicht ja dann eigentlich erstmal wieder, oder? Na, geh ruhig nochmal. Wie viel Bacon gibt das? 10, ne? 10. Ja, 10. Ja, dann geh ruhig nochmal. Gerade. Ja. Wobei, dann solltest du mir eigentlich das Hunting-Messer geben. Das Jagdmesser wäre gut. Du? Wir hatten diese Cobblestone-Blocks, die könntest du mir jetzt dann doch mal so langsam abgeben, Hippo. Ich bin ja ganz in deiner Nähe. Wo ist denn das Xarige? Oder? Ich stehe vor dir. Das Grünige ist das Xarige. Nee, schmeißt das in Müll. In Müll schmeißt das. Das Xarige bei allen das Grünige? Ja. Müsste. Das ist das Grünige. Vielen Dank. Hast du das? Okay. Yep. Das Sindewittchenige ist das Rosige. Ja. Okay, ich dachte, die Farben wären für jeden unterschiedlich. Nö, Koya ist gelb und Uni ist kackbraun. Nö, das haben sie wohl gut gemacht. Ja, wenn du mir dann die Blöcke bringen könntest, Ibbe. No. Ibbe. Das wäre richtig gut, dann kann ich eine Mauer bauen. Oh Gott. Mauer muss her. Weg. Herr muss die. Herr muss die Mauer. Mauer muss her. Mauer muss her. Ach ja. Ah, geil. Ich hab dir ja gerade die Pflastersteine gegeben, ne? Und hatte vorher welche in die reingepackt und jetzt zählt er von mir minus 400 runter. Hier hinter dir, Koya? Das heißt, du verbrauchst gerade Pflastersteine, dankeschön. Ja, oder? Nee, aber im Inventar gehen sie nach oben. Aber unten rechts im Bildschirmrand zählt er halt von minus 400 nach 0 hoch, quasi. Hoch. Solange der nicht Pflastersteine in deinem Inventar verbraucht, ist die Welt in Ordnung. Ich würde es dem Spiel aber zutrauen. Tito. Das ist das Schlimme. Ich hoffe, so eine Sauferlei. Was? Ja, vor allem, wenn wir noch Rampen bauen müssen. Wir sind wieder auf einem Hügel. Und alle, die die letzten Staffeln Seven Days to Die gesehen haben, werden sofort wissen, Hügel, Basis, das heißt... Rampe.
Ach, ich freue mich so. Ich habe mir geschworen, nie wieder eine Rampe zu bauen. Wieder. Tja, das hat wohl funktioniert. Wir müssen uns ich brauche eine andere Lösung. Ich möchte keine Rampen und Stufen und Treppen hier wieder bauen. Möchte ein Mimimi? Gibt's denn du da hörst Lift? Einfach nur einen restentnervten, nie wieder Rampenbauenden und das völlig zurecht und überhaupt. Hä? Und völlig zurecht? Allen völlig zurecht. Das ist völlig zurecht, dieses Mimimi, wie du es nennst. Ja? Oder wir erklären einfach hiermit Sunny zu unserem hauptberuflichen Rampenbauer. Ja, finde ich gut. Ich meine, wenn er meint, dass das Mimimi ist. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind hauptberuflicher Rampenbauer. Sie wurden soeben zur Rampensau befördert. Ja, wer ist denn hier? Ach, Simde. Hi. Hi. Wolltest du ein paar Spikes haben schon mal oder brauchst du das nicht? Nee, das bringt jetzt noch gar nichts. Dann bring ich das immer mal da hinten in die Kiste, ne? Ja, du, gut, das deckt eh, wenn du die immer weiter baust, ne? Also insofern brauchst du einfach nur Holz und deckt das eh auf. Aber ich habe noch anderen Krempel im Inventar. Ich muss halt mal gerade loswerden. Ah, das dauert dann wieder eine Dreiviertelstunde. Wieder 50 Stühle im Inventar. Ja, Stühle und vor allen Dingen Topfpflanzen haben sie da. Ja, Topfpflanzen ist ganz wichtig. Die Stühle habe ich zerlegt und die Topfpflanzen, die liegen im Kästle. Ja. Ja, wir muss dazu mal sagen, Sinde im Offscreen, wo wir hier ein bisschen weitergezockt haben, ne? Überladen, konnte sich kaum noch bewegen und dann, wo sie dann an der Kiste eine Dreiviertelstunde steht, erzählt ihr dann so, was sie da reinlegt und so, Topfpflanzen, Stühle. Ja, man muss es ja schön haben. Super, ja. Du kannst dich auf die Stühle nicht mal setzen. Doch, glaub schon, oder? Nee, du kannst sie nur mit E aufsammeln. Hast du nicht nur zu uns sitzen? Das ist ja eine Frechheit. Nein, meine. Aber sieht schön aus. Ja, total grandios. Schön, ganz schön, ja, sehr schön. Ich habe einen schön, Kochtopf gefunden, brauchen wir den nicht sehr auch? Schöne Kochtöpfe, sehr schöne Kochtöpfe, was du gefunden hast. Ja, sag ich doch. Goya zu Sinde sagt, du hast sehr schöne Kochtöpfe, ist halt auch schon. Ey, was denn jetzt, ja? Also, das ist ja wohl, hier kriegt man jetzt, also das ist einfach, man merkt das, wenn man mit diesen Jungspunden zusammen, weißt du, die... Ja, die denken immer nur an dasselbe. Ich muss jetzt gerade nochmal eben revidieren, warum ihr gerade eben gelacht habt. Nein, ich hab nicht gelacht. Revidieren. Wir reimitieren. Ich bin da so an eine Situation von gerade eben erinnern. Der Telefon spitzt hier wie Sau und jetzt ist es kalt. Ja, mir ist auch kalt. Und dabei schaufelt, der Beste schaufelt nicht schnell genug. Ja, Mensch. Tu mal was. Für die Gesundheit. Da. Ja, ich brauche hier irgendwie einen, der mich antreibt, der hier neben mir steht und den Takt vorgibt oder so. Wie ist auch noch Sklavengalerie? 4 Grenadier, 5, 6. Entschuldigung, ja, was? Alte Gag, 7, 8. Gute Nacht. Bin ich froh, dass ich das schon ewig nicht mehr gehört habe. Aber du merkst, man hat es vor Ewigkeiten das letzte Mal gehört, aber es hat einem nachhaltig das Hirn weggepiept. Ja. Also, das ist einfach ätzt. Ja, ätzt, wollte ich sagen, genau. Ja, es ist wirklich. Man will es vergessen und es geht einfach nicht. Ja. Das Hirn ist einfach zersetzt worden in den 90ern mit der Mucke, die da lief. Definitiv. Piep, piep, kleiner Satellit. No. Das beispielsweise kenne ich nicht mal. Nicht? Nein. Bist ja auch noch zu jung. Das Modul. Computerliebe. Mhm. Computerliebe. Und die hatten doch noch so ein Nachfolgelied nach Computerliebe. Wie hieß das denn? Wie alt? 01 01, aber war das Computerliebe? Das war Computerliebe, aber wie war das dann mit Piep Piep kleiner Satellit? War das auch Computerliebe? Nee. Das müsste Kraftwerk dann gewesen sein, oder? Nee, das war dann kleiner Satellit, glaube ich. Nämlich. Ja. Und diese Computerliebe war dann Teil 2 quasi. Ja, Entschuldigung, genau. Ich kann nicht folgen. Das habe ich nie gehört. Sinde. Ich auch nicht. Ach komm, also Kind der 90er, also du wirst doch sorry. Du wirst doch auch in den 90er Musik gehört haben. Ich habe es ignoriert. Ich konnte mir das nicht anhören. Das kann man nicht ignorieren. Tut mir echt leid. Come on, Barbie girl! Oh nein! Oh, ich hab grad meinen Kugelschreiber durch die Gegend geschmissen. Ja, aber das ist ja völlig. Das ist aber noch. Warum hast du einen Kugelschreiber in der Hand? Warum nicht? Ich brauch doch immer was. Weißt du, weil er. Was? Mache nix. Nix. Ja, weißt du, 10-Finger-System ist halt zu fordernd. Da nimmt man dann halt einen Kuli, das geht auch. Alter Vater, ihr du sollst Steine kloppen. Du sollst Steine kloppen. Keine Kugelschreiber durch die Gegend werfen.
Doch. Oder sollte er Holz kloppen? Ne, ich glaube, er sollte Steine kloppen. Ich sollte Steine. Ich könnte ja schon mal ein paar Spiekes bauen, ne? Das macht Sinn. Und du auch, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ihr beide speakt. Rutschspiegel. Genau. Ihr seid die Speaker. Ihr seid die Was biegen sie denn? Biegen. Achso, ja, auch gut. Oh, Alter, Alter. 300 Meter links abspiegen. Oh, was? Habe ich eigentlich schon gesagt, dass Schaufeln echt scheiße ist? Ach, geht. Ja, also solange man keine Latrine leer schaufeln muss, ist es gar nicht mal so scheiße. Wie ist denn überhaupt auf Yacht, Xa? Auf Yacht? Sehr kalt und nicht sehr erfolgreich bisher. Ach ja. Kommt bloß nicht ohne weitere 35 Fleisch nach Hause. Alter, ja. Wo sind die ganzen Eier? Ah ja, wahrscheinlich in der Kiste, da hatte ich einfach mal alles reingeschmissen. Also ich habe noch 5 im Inventar, aber sonst auch nicht. Hier sind welche, ich habe welche gefunden. Oh ja, 5 Eier, da will ich aber mal nicht genauer drauf eingehen. Ja. Hast du Stein übrig? Normalen Stein? Normalen Stein. Wofür? Oder baust du den noch immer mit dem Lehm, den der Xar gegeben hat, um? Bau den noch um, aber ich kann dir auch normalen Stein geben, wenn du das lieber hättest. Ja, ich habe halt so viel Lehm, dann könnte ich meine Zeit noch so ein bisschen nutzen, weißt du, dann können wir das aufteilen, dieses Gekoppel. Ja, dann komm doch mal bei mich bei. Was bist denn du? Du bist, ach so, ja, Kackbraun, haben wir ja eben schon festgestellt. Tja, braune Uni. Ha, hallo? So nicht. So nicht, nee, nee. Aber anders. Oh Mann. Außerdem ist blau ja das neue Braun. So, also dann, lassen Sie mal fallen. Wo? Au. Wo? Ja, hier war Zombiges. Ich musste dich erst hauen. Oh, jetzt lass die Kacke fallen, ey. Warte mal, wie konnte ich denn Und jetzt lässt du gleich die Häuser runter. Nee, ich musste gucken, wie ich einen Stack aufteile. Ja, doch hier ein Zombie. Wo ist der? Hallo, ciao. Ach da. Oh, eine Schreierin. Fantastisch. Oh, toll. Ja, dann stopf hier einen Fell rein. Mit dem Jagdgewehr, ne? Ach, Kacke. Ist tot. Dann ist er nicht. Jetzt ist er tot. Ich bin Level 12. GZ. Ich muss auch gleich nochmal löffeln, glaube ich. Die Pedi-Schreierin, Wahnsinn. Ja. Schreierinnen sind toll. Ja, wenn sie tot sind. Ja, 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 aber an sich, also. Hier kommen so ein paar Party-Peoples. Ach, hat sie schon geschrien, hm? Ja, offensichtlich. Sollen wir dir helfen oder kommst du klar? Ja, ich komm klar, denke ich. Wie immer. Aber Cindy sollte näher ranrücken. Ah. Ja, genau. Aber Bäume dabei fällen sind es. Bäume fällen. Immer weiter Bäume fällen. Nee, süß lächeln, süß lächeln und weg. Bäume fällen. Nur lächeln und schwingen. Immer dem Baum schöne Augen machen. Kann ich. Süß Fink lächeln gar und Bäume nicht. Fällen. Super Sinne. Die winkt den Baum um. Und dann kommt eine Zombie-Horde. Hi, Follower. Was? Ist Sinne hinter dir ist Sinne. Oder ist das gar nicht Sinde? Doch, Sinde. Sinde hat einen ganzen Haufen neue Follower. Da Zombie-Horde hinter der Sinde. Das ist ein schönes Bild, was ich gerade habe. Und sie winkt. Willkommen! Schon wieder durstig. Winkewittchen. Das Winkewittchen. Du kannst Sinde so froh sein, dass ich mich gerade konzentrieren muss, ehrlich. Und dass es ja kein Friendly Fire gibt. Boah, das habe ich auch schon so oft gedacht, dass es hier kein Friendly Fire gibt. Ne? Koja hätte ja, wir würden so oft. Haben wir es geschafft? Jeder von uns hätte da schon 10 Tode hin. Apropos 10 Tode. Wir müssen da mal eben rekapitulieren, dass das Hippo bisher dreimal gestorben ist, ne? Ja, dreimal direkt hintereinander. Ja, dreimal direkt hintereinander, weil er meinte in der Nacht, ist egal, ob. Hintereinander und ja, würde toll, wenn du in der Nacht halt irgendwo random im Nichts spawnst. Ja, weil ja, du halt einfach zu blöd warst, ne? Ja, das ist sicher. Muss man halt einfach mal so festhalten. Das ist sicher. Ja, und wer ist noch gestorben? Sunny ist einmal gestorben? Ja. Was ich halt sagen will mit diesen Zahlen, dass ist, ich bin noch nicht gestorben. Dass du nicht gestorben bist, ja. Natürlich. Ja, genau. Die ganze Nacht weinend irgendwo auf so einem Dach gesessen hat. Ja, genau, weil er Mimimi gemacht hat. Ja. Hallo? Wenn wir einmal nicht aufnehmen, dann funktioniert das halt bei mir. Und kaum nehmen wir auf, dann kommen halt wieder irgendwelche Fails und so. Ja, das ist die Aufnahme wieder schuld. Nie festgehalten. Genau, jetzt ist die Aufnahme schuld. Ja, natürlich.
Ihr, wenn ihr Wollen fällt, nee, wir nehmen nicht auf, nee, ich möchte das nicht. Ja? Und wenn ich fehle, dann, ja, dann. Von 5 Leuten nehmen noch gerade 4 auf, oder nicht? Ja, jetzt, ja, aber da, jetzt fällt er ja auch nicht. Jetzt belebt er euch ja wieder. Jetzt wollt er ja wieder hier zeigen, wie. Ne? Baum fällt, fällt. Baum fällt. Wo fällt er denn hin? Ich bin der Baumfehler. Ach ja, herrlich. Oh Mann. Eine Chaos-Truppe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was ich übrigens echt total schade finde, ist, dass die Bäume keinen mehr erschlagen. Ja, das ist mega so schade. Lustig. Was meint ihr, wie oft jetzt schon wieder jemand vom Baum erschlagen worden wäre, inklusive mir? Wie oft du schon erschlagen worden wärst, ja genau. Ja, inklusive, ja, du auch. Ohne Scheiß, das schafft jeder. Ich hab noch nicht einen Baum gefällt. Ja, das siehst du mal, was die anderen wieder für Arbeit machen. Warte mal, ich schlag dich im Takt. Bleib mal kurz stehen sein. Komm noch mal her. Ohne Scheiß, ich hau dich, die geile Angst. Ich will nur mal deine schöne Brille hier im Screenshot festhalten. Schau mal so ein bisschen. Schauen wir noch so ein bisschen nach von dir aus links. Andersrum, genau. Ja, so genau. Es ist. Die Brille also, ist halt ist, total. Das ist der Hit. Das ist echt der Hit. Dankeschön. Die hab ich gefunden. Ja, aufsetzen. So einen Sack. Ich weiß überhaupt nicht, bringt die was? Hat die irgendwelche Werte, Verteidigung oder? Warte. Oder hat sie da einfach nur lächerliches Aussehen plus 5? Bonus 50. Was für ein Ding? Blutbonus 50 und Crafting Time minus 10%. Okay. Okay. Ich will auch so eine Brille. Wart, Blutbonus 50? Ich meine, was ist 50 wert? Weiß man nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Grundwert 3000. Crafting Time hat minus 10%, ne? Ja, und das ist schon richtig gut auch, ja. Aber eine Schweißerbrille und guten Loot, ich weiß da nicht. Ja, nur war es nicht so, dass bei diesen alten Versionen vom Game, in der Alpha 15, 16, diese Brillen einfach überhaupt keinen Sinn hatten? Nö, nee, nicht wirklich. Auch so gut aus oder scheiße aussehen. Ich weiß es nicht. Oder hatten die irgendeinen Defense-Wert oder sowas? Aber auf jeden Fall meine ich, hatten sie nicht Crafting-Speed und meines, sowas drauf. Nee, also das definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob das mit der 16 kam. Die haben wir ja nicht so intensiv gespielt, aber mit der 15 auf keinen Fall. Meine ich jetzt mal so behaupten zu können. Ich werde sicherlich in den Kommentaren wieder eines Besseren belehren. Mit Sicherheit. Garantiert. Nee, finde ich aber gut. Was, dass du belehrt worden wirst oder dass die Brille mittlerweile Funktion hat? Die Brille. Ich finde die Brille gut. Ja, zum Brüllen. Oh, hey. Nee, ich finde das, das sehr praktisch. So, toll. Ab und an muss man hier mit diesen Blöcken planieren. Diesen Bug gibt es leider immer noch. Oh, ich habe eben schon. Oh, ey. Ja, bitte. Boah, das Reparieren von den Schaufeln, weißt du. Machst 5 Erdblöcke weg. Brank. Echt jetzt? Dann müssen wir noch wegbuddeln. So. Naja, sobald haben wir hier eine Fläche frei für einen 8x8 Block. Nee, du solltest vielleicht mal ein paar Verbände essen. Warum? Verbände essen. Damit dein maximales Life wieder hochgeht. Ja. Ja, ist gerade bei 91, also. Echt? Das sieht weniger aus. Wann? Ja gut, er hat wahrscheinlich 120 schon, ne? 110. 110, ah, okay. Ja. Apropos, ich könnte mal eben bei den Löffeln gucken. Ich hab da noch nicht drauf gelevelt. Ich finde da. Sehe da nicht so viel Sinn drin. Oh doch. Das ist sehr gut. Ja, es lohnt sich halt, weil du halt auch später erst hungrig und so wirst, ne? Ich bin Löffel 10 erst. Mhm. Aber das, die Nahrung macht sich ja mehr auf der Stamina bemerkbar, da musst du es an die Stamina leveln. Ja, stimmt. Es ist halt so schade, dass du Miners 69 und diese ganzen Kram nicht höher leveln kannst als 1 erstmal. Was braucht man dafür? Ich hab das auf 2, du brauchst nur 3 Stärke. Ja. No. 3 Stärke nur? Yep. Ja. Oh. Ich hab das auch schon bei 2, wollte ich gerade sagen. Ja. Auf einmal geht's so schnell, das Schaufeln. Ja, sowas aber auch. Ja, beim Schaufeln merkst du es schon, beim Steineklocken gar nicht so extrem. Das haben sie ja mit dem Patch auch erhöht, diesen Miner 69, den haben sie deutlich besser. Ja, da haben sie wieder die Blockresistenz bzw. Blockschaden hochgesetzt. Ja. Ich habe das alles schon auf 2. Ich habe Miner auf 2, Pack Mules auf 2 und Motherload auch auf 2.
Ja, wichtig ist aber auch Dings, ne? Diese, dass du hier nicht so viel so viele Durst und Hunger kriegst. Das ja, ist das habe ich beides auf 1. Du meinst Low Metabolism und Fully Hydrated. Genau. Und ja, genau, ja, genau, die und zwei. Healing Factor habe ich auch einen drauf gesetzt, dann regenerierst du langsam HP. Ja. Ja, das hole ich mir das nächste. Ja, Healing Factor. Ja, überlege ich, werde ich wahrscheinlich auch noch machen, ja. Wobei, wenn du normal. Ein HP wieder, sobald du normales Fleisch isst, hältst du ja. Oder gekochte Sachen oder Konserven, dann kriegst du auch wieder HP drauf. Halt ja auch. Insofern ist es nicht so wichtig, ja. Aber diese Slow Metabolism werde ich auch nochmal versuchen, auf 2 jetzt zu bringen. Das würde glaube ich, auch gut sein, wenn wir das alle machen, weil dann kriegen wir das mit dem Jagen vielleicht ein bisschen besser hin. Ja, also, dass wir nicht mehr ganz so viel holen müssen. Da ist ja genug von Wasser haben wir um die Ecke, das können wir jederzeit kochen, genau. No. Ja. Weise nochmal auf die Zeit hin. Nochmal. Ja, wie in der letzten Session auch immer. Ja, das ist richtig. Ja, wir sind jetzt bei 26 Minuten. Naja, so was. Deswegen dachte ich dachte, ich könnte noch anfangen mit der Basis hier, dass ich die noch gebaut kriege, aber ist nicht. Ey, merkst du was? Nur Geschaufel. Nur Geschaufel. Eine Saufelei. War der Fehler. Ja. Es dauert echt alles länger als gedacht. Wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr im Livestream von 7 Days to Die hier auf YouTube. Da werden wir weitermachen und dann, ja, jetzt haben wir Tag 3, wenn der Livestream ungefähr 4 Stunden dauert, sind wir voll in Tag 7. Tag 7. Nein, mal gucken, gleich machen wir auch ein bisschen länger. Wir sehen uns, vielen Dank, macht's gut und ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.